Wir basteln eine mobile Karte mit einem Überraschungseffekt. Hier haben wir das Bild von einem Herz. Das ist eine Glückwunschkarte. Und die werden wir heute mit euch zusammen basteln. Wir brauchen Pappe. Karton, Tonkarton, Tonpapierreste. Ich habe hier die Farbe Orange noch gehabt, leider keine rote Pappe mehr und ein bisschen beigefarbene. Hier haben wir die Herzform. Die werden wir jetzt auf diese Pappe drauf pausen. Da habe ich hier mein Papier, was ich dann dazwischen lege, und dann habe ich meine Herzform auf meine Pappe. Das legen wir dazwischen, die Herzform da drauf, und dann werden wir mit dem Bleistift einmal die Herzform abzeichnen. Erstmal zurechtlegen. Mein Bleistift und wir pausen unser Herz erstmal hier von der Vorlage einmal ab. Hier haben wir so Zwischenräume, die wir auslassen. Versuchen nicht zu verrutschen. So, jetzt sind wir schon fast einmal fertig. Ich hoffe, es ist einmal durch. Wir schauen gleich mal. So, nehmen wir das Papier. Ja, super. Nur was nicht drauf ist, ist hier das Ende, das können wir aber so verbinden. So, dann haben wir erstmal unser Herz ganz wichtig. Dann brauchen wir unsere Schere. Dann schneiden wir unser Herz einmal aus. Einmal hier drumherum, einmal ausschneiden. Und dann brauchen wir
für die Umrisse ein Messer, damit wir die ausschneiden können. Das zeige ich euch dann im zweiten Video.